Ja, da fliegen die Bücher schon rum und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Hogwarts Legacy. Und ich habe schon fast den Namen nicht mehr gekannt, weil man sieht es hier oben links schon am Spielstand. Der 12.02.23, 17.59 Uhr. Es ist tatsächlich exakt einen Monat her. Wir haben heute den 12.03. 13.51 Uhr gerade. Das ist schon, ja, ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte. Ich würde sagen, wir würden einfach mal hier reinladen und schauen, dass wir meintlich weiterspielen. Es wird Zeit. Wir sind ja dabei, unsere Reise fortzuführen und die Welt der Zauberei zu entdecken. Region südlich von Hogwarts. Okay, 8 Stunden Spielzeit. Fortfahren. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß, wir haben südlich von dem, von der Brücke, genau. Bei dieser Holzbrücke, da haben wir aufgehört. Genau hier, genau. Ich weiß es sogar noch. Und da stehen wir jetzt. Und ich weiß nicht mehr, was ich tun muss. Oh nein. Ja, okay, das ist gelogen. Ich weiß es schon noch. Ich habe ja den Vorteil gehabt, dass ich das alles erst geschnitten habe, vor nicht allzu langer Zeit. Und ja, deswegen bin ich schon noch einigermaßen drin, auch Thumbnails und so gemacht. Aber jetzt geht es endlich wieder weiter. Und ich würde erstmal kurz in die... Nein, hier würde ich nicht reingucken, sondern in die Karte würde ich einmal ganz kurz gucken. Und dann sehen wir auch direkt, was wir hier erledigen wollen. Wir haben jetzt diese ganzen Dörfer, aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass wir jetzt zu diesen Dörfern hinmarschieren. Da würde ich vielleicht noch auf ein Transportmittel meiner Wahl warten. Ein Schatzgewölbe. Prüfung Merlins. Blätter des Malvenkrauts sind die Voraussetzung. Das wissen wir ja noch. Die Prüfungen Merlins sind Rätsel, die Merlin als Ablenkung für seine Slytherin-Kameraden geschaffen haben soll, als er Schüler in Hogwarts war. Würde ich jetzt einfach mal markieren. Gucken wir mal hin. Was haben wir hier? Spinnenversteck. Wo ist denn unsere nächste Hauptquest, frage ich mich. Ist es in Hogwarts? Hilfe. Vielleicht mal eine Karte von Hogwarts. Das schaut doch ganz gut aus. Ah, jetzt bin ich auch wieder da. Genau. Der Hauself, nenne ich ihn jetzt mal, hat uns ja hier hingerufen, dass wir mal mit ihm reden sollen. Und das haben wir dann aufgeschoben aufs nächste Mal. Jetzt ist das nächste Mal, aber zuerst gehen wir hier runter. Wir gucken uns die Prüfung Merlins an. Also so die grundlegende Steuerung sollte ich noch hinkriegen. Ein Kollege von mir, der das auch spielt, hat gemeint, er spielt auch mit Controller und hatte am Anfang auch Schwierigkeiten mit dem Aim und hin und her zu schalten. Aber das ergibt sich dann so nach einer Zeit, hat er gemeint. Also hoffe ich, dass es bei uns dann auch irgendwann der Moment gekommen ist, dass es ein bisschen besser läuft. Okay. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. So ist es. Lass uns ein bisschen Malvenkraut verteilen. Okay. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Wir sehen hier eine riesige Kugel. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Kugel hier oben hin muss, oder? Warte, müssen wir vielleicht von der anderen Seite mal pullen. Sekunde. Das haben wir ja damals bei diesem schönen Minispiel gelernt. Ja, Sekunde. Okay. Ich bin übrigens Meistermagier. Okay, das war's vielleicht doch nicht. Vielleicht fehlt uns hier noch ein Zauberspruch. Hier unten ist so ein kleiner Steg. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier auch gerade nichts. Also es wird schon diese Kugel sein. Oder muss ich die hier runterschubsen? Aber die können wir ja gar nicht bewegen. Die ist viel zu schwer. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da einfach noch nicht den richtigen Zauber besitzen, noch nicht stark genug sind. Da müssen wir dann später nochmal vorbeigucken. Weiß nicht, wenn ich diese Steine hier so sehe, diese Formation, denke ich sofort an Assassin's Creed und will hier hochklettern. Einfach sofort. Na gut. Hier nach oben. Was haben wir denn hier schön? Das ist eine Kiste. Die haben wir ja gerade auch schon gesehen. Und was kann ich damit machen? Anzünden? Das ist nochmal eine Kiste. Ich meine, irgendwas wird das ja auch bedeuten. Aufmachen können wir die nicht. Nehmen auch hier mal an, dass wir da noch nicht weit genug sind. Hier ist noch eine dritte Kiste. Einmal ganz kurz der typische Check. Aufnahme ist alles in Ordnung. Wir haben auch genug Festplattenspeicher. Jawohl.
So. Ja, ich würde dann einfach mal reingehen und wir schauen mal, was der Kollege so von uns will. Wir sind ja das letzte Mal aus diesem Lower Hogsfield zurückgekommen. Eine Eule. Und haben da, ja, dem Hauselfen, also nein, es war ein Kobold, das war kein Hauself, sorry. Dem Kobold geholfen, seinen Karren zurückzubekommen, seine Karren. Und dann wurden wir per Eulenpost angefunkt, jawohl. Rebellion. Aber jetzt erstmal eine Handbuchseite. Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Testral, am Greif oder der Chimäre oder am Hippogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Jeder Wunsch. Also, so ein Besen wäre schon schön. Wo soll ich mir das denn wünschen? Beim Testral vielleicht. Ich hätte gerne einen Besen. Hat noch nicht funktioniert. Okay, und hier eine mysteriöse Nachricht. Was ist das denn? Scrope weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Scrope glaubte, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scrope hat hinter der Brücke beim Steinkreuz eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf sich auf und niemanden ein Wort hiervon. Ob er wirklich auf unserer Seite ist? Das, ich weiß nicht. Aber er hat ja mit dem Professor geredet, also es wird schon passen. Scrope? Wer ist Scrope? Also bitte, das wissen wir doch, dass es dieser Kobold aus dem Büro ist, den wir gesehen haben, der sich dann appariert hat, nenne ich jetzt mal, oder? Ich hoffe, es ist richtig. Ich bin ja absoluter Profi, was Harry Potter angeht. Also es ist schon so ein bisschen her, das habe ich ja schon erzählt. Also hier und da, bitte nicht böse sein, wenn ich da was nicht eins zu eins richtig weiß. Da ist sie doch, oder? Guck mal an. Das kriegen wir ganz einfach. Wow. Ich würde gerne... Genau. In Ordnung, muss ich etwa... Was muss ich tun? Hilfe! Wie sollen wir den denn da runterkriegen? Darauf schießen? Ah, die... Oh ja. So. Na also. Das wäre geschafft. Fast da. Suchen Sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis. In einem von ihnen werden Sie fündig. Vielleicht können Sie den armen Scrope mit dem gebrochenen Herzen helfen. Okay. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Hütte des Hausmeisters nehme ich an. Jawohl. Mit dem gebrochenen Herzen. Was ist nur los? Also das wäre jetzt gerade schon sehr interessant, weil ich habe tatsächlich absolut keine Ahnung, ob ich mich jetzt irre, wer das ist. Aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass es der Kobold aus dem Büro war. So, in einem der Kürbisse werden wir fündig. Rebellion. Da hinten. Nehmen an, jetzt müssen wir den Kürbis kaputt machen. Oh ja. Eine weitere Nachricht. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein und trifft Scrope am Rande des Wassers bei den zerbrochenen Stegen. Warum denn so viele Nachrichten? Runter zum Wasser. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Am Ende ist es ein Hinterhalt von Rockwood. Wir werden gleich angegriffen. Oder machen Kobolde gerne einfach solche Rätsel, die ein bisschen überhand nehmen. Okay, hier sind gerade so Blätter Maledivenkräuter aufgeflogen. Kann es sein, dass wir diese große Kugel von oben hier runterbringen müssen? Könnte ich mir fast vorstellen. Okay, hier hinten. Ich sehe noch niemanden. Er ist es.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Natürlich, was kann ich für dich tun? Ich will keinen Ärger mit Black riskieren. Ich untergrabe gerne Autoritäten, wenn ich es mir nützt. Ah, ich habe diese super aggressiven Antworten so vermisst. Also, er wird mir mehr sagen, wenn ich ihm helfe. Und niemand darf es erfahren. Ja, natürlich. Was kann ich für dich tun? Ich helfe gern. Vor allem, wenn du mir mehr über das Buch sagst. Scrope ist dankbar. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scrope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Ich gehe, ich bin fertig. Nein. Woher wusstest du von dem Buch, das ich gefunden habe? Erzähl mir von diesem Ring. Was ist mit deinem Ohr? Ich habe fast die Vermutung wegen seinem Ohr, das wollte ich gerade auch schon sagen. Hauselfen bestrafen sich doch gerne. Das kennen wir ja von Dobby aus den Filmen. Eventuell. Also das wäre schon eine sehr krasse Bestrafung, aber eventuell? Oder er hatte einen Unfall. Woher wusstest du von dem Buch, das ich gefunden habe? Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scrope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrope hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Okay. Erzähl mir von dem Ring. Aber das hat mir jetzt wirklich eigentlich keine Antwort gebracht, aber gut. Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrope ihn zurückholt. Was ist mit deinem Ohr passiert? Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrope und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scrope konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Was ein gutes Herz, aber diese Kreaturen haben, holy shit. Ihm wurde ein Ohr abgeschlagen und trotzdem ist er noch komplett treu. Der Wahnsinn. Ich gehe. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück! Scrope wird hier auf Sie warten. Viel Glück bei der Suche nach Ihren Seiten und dem Ring. Okay, ein Toast. Er hat uns Toast gegeben. Gut. Sonst noch was? Was soll ich nochmal tun, Scrope? Scrope würde sich nie anmaßen, einem Schüler etwas aufzutragen. Scrope dachte nur, dass Sie die gesuchten Seiten vielleicht in Apollonias Grotte finden. Und dass Sie, wenn Sie schon dort sind, auch den Ring der Blacks suchen könnten. Okay. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Ja, das hatten wir. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück. Hauselfen werden ja richtig alt, ne? Huch. Ups, Joy Young. Oh Gott. Passiert. Okay, er steht jetzt hier und wartet, bis wir wieder da sind. Ich würde ja sagen... Okay, ist immer noch hier. Hat ein bisschen komisch angehört.
Ich würde sagen, weil es unter Hogwarts ist, kann ja hier eigentlich gar nichts Böses auf uns warten, aber naja, wir wurden ja schon eines Besseren belehrt, dass es hier sehr wohl Gefahren geben kann. Kann ich hier irgendwie... Ah, es ist nicht allzu tief. Da können wir einfach durchlaufen. Was bist du denn? In das Sammlungsmenü über? Okay, ich brauche einen Vorteil gegen härtere Gegner. Und da rechts sehen wir einen Besen, einen Greif und noch etwas. Ja. Wenn sie eingesetzt wird, schießt sie Säure auf nahe Gegner. Ich versuche es jetzt einfach mal ohne zu schaffen. Er ist Level 14, Steinrücken, Sumpfgrattler. Oh, okay. Wir können ihn auch nicht hochheben oder so. Okay, das wird interessant werden. Er ist ganz stuck. Na, doch nicht. Oh Gott, okay, mit Y blockt man. Oh, Hilfe. Da sind noch mehr. Kann es sein, dass wir eventuell zu low level sind für sowas, aber... Naja, wir kriegen schon irgendwie hin. Oh nein. Oh nein, ich habe den hinten angegriffen. Was tue ich? Oh no. Okay, wir müssen weg. Wir müssen hier weg. Ich muss mal ganz kurz... Cookie, hey. Ja, auch einen schönen Sonntag. Hilfe. Oh, kacke. Alte Magie. Oh mein Gott. Boah, das war ein bisschen knapp. Eine Sumpfgrattlerzunge. Kinderspiel. Vielleicht hätten wir uns vielleicht mal ein paar Zaubertränke machen sollen, bevor wir sowas angehen. Naja, machen wir danach. Das wird schon gehen. Oh Mann. Also eine haben wir hier noch, oder? Ne, zwei sogar. Level 13 und auch Level 13. Da hinten ist noch mal eine. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal... Kann ich einfach mal eine Schnellreise machen? Ich hätte gern schon ein paar Zaubertränke. Wo war denn das Astronomie schon mal nicht? Ich kenne mich hier ja so gut aus. Hier oben auch nicht. Wo war denn der Zaubertrankkurs? Gewächshaus? Wahrsagen? Haupthalle? Zaubertränke. Ich würde mich da jetzt einfach mal ganz schnell hinporten. Und dann machen wir uns ein paar Zaubertränke, weil ohne Heiltränke, glaube ich, ist das hier nicht die beste Idee. Ja doch, hier rein, genau. Boah, stell dir mal vor, wäre jetzt zu gewesen. So, wie funktioniert das jetzt nochmal? Wo muss ich hin? Ich muss an meinen eigenen Kessel, der wäre hier, die Tränkestation. Wir können uns auch nur drei Stück machen. Ohrklumpsaft. Wo kriege ich das denn her? Hilft bei der Heilung und stellt ein wenig Gesundheit des Trinkenden wieder her. Also, auf geht's, rein da. Dauert sogar ein bisschen, bis das Ganze hier gebraut ist. Aber es wird sich lohnen. Einmal ein bisschen umrühren. Und fertig. Ja, her damit. Und dann machen wir direkt den nächsten. Es dauert immer ein kleines bisschen. Ich nutze die Gelegenheit und trinke auch mal ein Schlückchen. Kann ja nicht schaden. Immer schön hydriert. Ein hydriert bleiben, genau. Sekunde. Sehr gut.
Zaubertrank zerstören. Okay. Warum sollte man den Zaubertrank zerstören wollen? Wo kriege ich jetzt Horkblumensaft her? Haben wir eventuell ein, ja, keine Ahnung, Bestiarium oder so, wo wir das nachlesen können? Das wäre cool. Sammlung vielleicht? Dann Zauberpflanzen, das könnte. Das schon mal nicht. Darunter wahrscheinlich. Die Dinger, ja. Horklumpsaft. Kleine Kreaturen, die wie Pilze aussehen. Ihr Saft wird in Mega-Power-Trank genutzt. Sie verstecken sich zumeist unter der Erde. Das ist jetzt halt doof, dass es mir halt nicht hilft. So. Ich hätte sonst ein paar besorgt, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Na gut, dann porten wir uns wieder zurück. Und wir können natürlich auch hier. Dann kommen wir von der anderen Seite rein. Na. Jetzt mal nicht. Wir gehen mal hier rüber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, wie ich mich heilen kann. Welche Taste das war. Oh Mann, oh Mann. Ich habe keine Ahnung, wie es passieren konnte, dass wir einfach einen Monat lang nicht spielen. Ja, okay, so ein bisschen weiß ich schon. Da hat dann halt die Forest-Sucht so ein bisschen reingekickt. Das war bestimmt auch ein bisschen ausschlaggebend. So. Was läuft hier unten rum? Kleine Ziegen? Ein paar Zicklein. Können wir die streicheln? Ich frag für einen Freund. Mhm. War das jetzt ein Mäh oder war das ein Röpser? Man weiß es nicht. Wie heilt man sich nochmal? Jetzt muss ich echt mal kurz in die Steuerung gucken. Ich weiß es nicht mehr. Gamepad. Du. Hier. Heilung, Heilung, Heilung. Nein, 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 nein. Zauberspruchmenü. Heilen nach unten. Okay, den Button nach unten. So können wir uns heilen. In Ordnung. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier... Wobei, hier ist ja auch noch so ein Würfel. Aber das schaut perfekt aus für diese eine Kugel. Ja, wir können es eben noch nicht bewegen. Was ist hier? Blutegel. Ah. Immer noch sehr, sehr ekelhaft. Aber so ein bisschen ausgewrungen hier in den Blutegel. Nice. Könnte auch gerne mal wieder Tag werden. Hätte ich auch nichts gegen. Gut, die Kröten sind wenigstens nicht wieder hier. Jetzt sollte das dann hoffentlich auch funktionieren. Wir können uns allerdings natürlich auch unsichtbar machen und vorbeischleichen. Das wäre auch noch eine Idee. Aber nee. So, was machen wir? Oh no. Okay, das war vielleicht der größte Fehler ever. Vielleicht hätten wir es doch tun sollen. Oh nein. Mal schön das blaue Zeug einsammeln. Für die alte Magie. Levitiere einen Sumpfgradler an der Zunge. Okay, das war's noch nicht. Ich muss gedrückt halten im richtigen Moment. Ah, das war's auch nicht. Kriegen wir hin. Komm schon. Ah, zu spät. Das ist schon mies. Okay, warte. Wie levitiere ich die denn an ihrer Zunge? Oh! Ich denke mal, wenn sie die Zunge rausholen... Oh shit, okay, das... Ja, das war doof. Ah, das war der falsche. Okay, einmal heilen.
bringt leider halt auch gar nichts. Wir können im Endeffekt alle drei Tränke jetzt reinbuttern. Und ich wäre immer noch nicht voll. Oh Gott, ey. Bitte nicht. Hat's funktioniert? Ich hab... Was ist das denn? Was ist das denn? Bitte? Was ist denn jetzt los? Habe ich hier nicht schon genug Probleme? Oh, shit. Na toll, jetzt haben wir halt wieder keine Zaubertränke mehr. Oh, das ist halt nicht gut. Wow, danke. Das war ja sehr großzügig. Ja, wir haben's. Okay, einer down. Oh. Komm schon, das kriegen wir hin. Huh. Ich habe jetzt genug für alte Magie. Ich würde es mir aber mal noch... Ich glaube nicht, dass wir es aufheben werden. Okay. Oh, natürlich. Daneben geschossen. Ja, ich weiß nicht, ob wenn ich doch auf Maus und Tastatur wechseln sollten. Zumindest mal ausprobieren könnte nicht schaden. Oh, das ist ja schon das reinste Dark Souls hier. Und ich habe noch nie Dark Souls gespielt, tatsächlich. Ja, komm schon. Dankeschön. Und wir haben ihn. Oh. Gut, das war schon... intense. Nicht gesammelte Belohnung? Aber warte mal, was ist denn hier mit dem Kraken gewesen? Level up, Level 14. Also ich würde schon gerne noch über diesen Kraken reden. Holy shit, was war das denn? Na gut, erstmal die Belohnungen. Das war doch hier, oder? Kampf? Ja. Besiege Sumpfgrattler. Amphibienschutz 1. Ausrüstungseigenschaftsrezeptbelohnung. Okay. 5 Stück haben wir besiegt. Ja, damit. Als nächstes gibt es den Amphibienschutz 2. Wahrscheinlich kriegen wir einfach weniger Schaden, würde ich jetzt mal annehmen. Also es lohnt sich schon. Lupusschutz. Hm. Interessant. Dann Sammlung. Ne, das war das hier. Okay. Ich muss gerade mal gucken. Also jetzt lege ich mal kurz den Controller weg. Wir machen jetzt mal das Experiment. Jetzt Maus und Tastatur. Ich laufe gerade rum. Man sieht's. Ah, okay. Und jetzt sind hier quasi die Zauber auf den... Gut, warte mal. Wie ist denn das jetzt? Ah, in Ordnung. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, mit Maus und Tastatur zu spielen. Erstens kann ich dann halt wirklich schön aimen. Wie roll ich? So. Springen ist mit Leertaste. Geht klar. Ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen Maus und Tastatur-Action und dann gucken wir mal. Weil mit Controller stelle ich mich gerade schon so ein bisschen an. Es tut mir leid. Also, wir gehen jetzt mal hier rüber. Ich weiß halt nicht, wie alte Magie und so funktioniert. Ein paar Tasten müssen wir dann noch lernen, aber das wird schon. Jetzt würde mich erstmal dieser Kraken hier interessieren. Komm raus, Kraken. Zeig dich. Ich hebe ihn hoch. Ich glaube nicht. Das war vielleicht einfach nur so ein random Encounter, aber der war schon echt mächtig. Vielleicht hätte man den auch angreifen können. Für so ein bisschen Tinte. Da hätten wir mit einem Buch und der Tinte hätten wir dann ein beschreibbares Buch machen können. Dann hätten wir uns eine Geschichte schreiben können. Hm. Ich guck mal ganz kurz nochmal in die Settings hier unten. Ah, es ist schon echt viel geschmeidiger mit Maus und Tastatur. Wo ist es denn? Hier Maus. Ich wüsste gerne. Laufen, gehen mit C. Okay. Weil das ist was ich am Controller halt mag.